Das heutige Video enthält eine kurze Zusammenfassung der Handlung und eine Erklärung über das Ende des Films Café Society. Vorsicht vor Spoilern! Ein junger jüdischer Mann namens Bobby Dorfman kündigt seinen Job als Juwelier in New York City und zieht aus einer Laune heraus nach Hollywood. Sein Onkel ist der bekannte Talentagent Phil Stern. Dieser hilft seinem Neffen, sich in der Stadt einzuleben und bietet ihm einen Job an. Von nun an erledigt Bobby Besorgungen für seinen Onkel. Währenddessen beauftragt Phil seine Sekretärin Bonnie, Bobby zu helfen und ihm die Stadt zu zeigen. Je mehr Bobby über Bonnie erfährt, desto mehr verliebt er sich in sie. Bei einem lockeren Ausflug hält Bobby um Bonnies Hand an, aber die junge Frau sagt ihm, dass sie bereits einen Freund hat. Es stellt sich heraus, dass Bonnie mit einem verheirateten Mann, Phil, zusammen ist. Obwohl er weiß, dass sie in einer Beziehung mit einem anderen Mann ist, gibt Bobby nicht auf und findet immer wieder Gelegenheiten, mit Bonnie zusammen zu sein. An ihrem einjährigen Jahrestag trennt sich Phil von Bonnie. Der Mann sieht sich außerstande, seine Frau zu verlassen. Mit gebrochenem Herzen geht Bonnie zu Bobby, um Trost zu finden. Als sie erfährt, dass Bonnie wieder Single ist, ist Bobby in bester Laune. Nach einiger Zeit werden Bonnie und Bobby ein Paar. Bei einem lockeren Gespräch mit seinem Onkel offenbart Bobby seine Absicht, Bonnie zu heiraten und zurück nach New York zu ziehen. Nachdem er die Worte seines Neffen gehört hat, wendet sich Phil an Bonnie. Er möchte, dass seine ehemalige Geliebte Bobby verlässt und stattdessen ihn heiratet. Zunächst lässt Phils Bitte Bonnie ziemlich verwirrt zurück, doch dann akzeptiert sie ihn wieder in ihrem Leben und trennt sich von Bobby. Der am Boden zerstörte Bobby kehrt nach New York zurück und beginnt, für seinen Bruder Ben, einen bekannten Gangster, zu arbeiten. Gemeinsam betreiben sie einen Nobelnachtclub, der später zu einem berühmten Treffpunkt für die Reichen und Mächtigen wird. An seinem Arbeitsplatz lernt Bobby die schöne, geschiedene Veronica Hayes kennen. Kurz darauf beginnen die beiden, miteinander auszugehen. Nach einiger Zeit teilt Veronica Bobby mit, dass sie schwanger ist. Daraufhin macht Bobby Veronica einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Eines Abends kommen Phil und Bonnie in einem Nachtclub vorbei und bestehen darauf, Bobby zu sehen. Die verheiratete Bonnie ist nun ein völlig anderer Mensch. Die Frau ist zu dem Klischee geworden, das sie einst kritisierte. Das Verhalten seiner ehemaligen Flamme macht Bobby ziemlich wütend. Trotzdem beschließt der Mann, sich mit Bonnie zu treffen und ihr die Stadt zu zeigen. Während ihrer lockeren Ausflüge schwelgen die beiden in Erinnerungen an die Vergangenheit und Gefühle kommen wieder auf. Bobby und Bonnie küssen sich im Central Park, vereinbaren aber, es dabei zu belassen. Evelyn, Bobbys Schwester, erzählt Ben, dass ihr Nachbar ihre Familie belästigt hat. Der Gangster nimmt die Sache selbst in die Hand und tötet den Mann. Später verhaftet die Polizei Ben wegen seiner kriminellen Aktivitäten. Bevor er auf dem elektrischen Stuhl stirbt, konvertiert Ben zum Christentum. Währenddessen denkt Bobby darüber nach, in Los Angeles einen Nachtclub zu eröffnen. Während seines Aufenthalts trifft Bobby wieder auf Bonnie. Nach einiger Überlegung beschließen beide, sich nicht mehr zu treffen. In der Silvesternacht sind sowohl Bonnie als auch Bobby mit ihren jeweiligen Ehepartnern auf verschiedenen Partys, aber keiner von ihnen scheint den Anlass wirklich zu genießen. Stattdessen haben beide einen distanzierten Blick in ihren Augen. Das Ende von Café Society ist in gewisser Weise offen für Interpretationen. Der Blick der beiden Hauptfiguren während der Neujahrsparty lässt vermuten, dass sie in ihren derzeitigen Beziehungen irgendwie unglücklich sind. Café Society ist jedoch keine Geschichte über das Bedauern. Der Film konzentriert sich stattdessen auf den unerbittlichen Lauf der Zeit. Am Ende kommen Bobby und Bonnie aufgrund der Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen haben, nicht mehr zusammen. Doch bevor wir weitermachen, sollten wir über Bonnie sprechen. Wen liebt sie wirklich? Phil Stern oder Bobby Dorfman? Wenn Bonnie Bobby wirklich lieben würde, hätte sie ihn geheiratet. Stattdessen hat Bonnie Bobby abserviert, um Phils Frau zu werden. Warum ist sie dann wieder ganz aufgeregt, wenn sie in Bobbys Nähe ist? Die Sache ist die, Bonnie ist eine Lügnerin. Das mag ein bisschen hart klingen, aber sehen wir uns doch mal an, wie sie gelogen hat, hauptsächlich sich selbst gegenüber. Als Bonnie Bobby zum ersten Mal traf, war sie sehr stolz darauf, nicht Hollywood zu sein, aber dann heiratete sie Phil und alles änderte sich. Das einst scheinbar bodenständige Mädchen, das Bobby liebte, hat sich in eine überhebliche Wichtigtuerin verwandelt, die dank ihres reichen und mächtigen Ehemanns Phil Stern ein bequemes Leben führt. Kein Wunder, dass Bobby sie mit Abscheu ansieht. Er muss sich fragen, wer ist diese Frau, die ich einmal zu heiraten gedachte? Tatsächlich ist Bobby in dieser Geschichte auch kein Heiliger.
Zunächst machte er sich aktiv an Bonnie heran, obwohl er wusste, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits einen Freund hatte. Als Barbie dann hörte, dass Bonnie wieder Single war, zögerte er nicht und schoss. Eine Zeit lang gehen die beiden kurz miteinander aus, doch dann verliert Barbie Bonnie wieder an seinen Onkel Philosophie. Der Kummer treibt Barbie dazu, zurück nach New York zu ziehen, wo er ein erfolgreicher Nachtclub-Manager wird. Das Geschäft ermöglichte es Barbie, in der sozialen Leiter aufzusteigen. In gewisser Weise wurde er auch selbst zum ultimativen Klischee, als er Veronica, seine umwerfende Vorzeigefrau, heiratete. Nach den vielen Irrungen und Wirrungen in ihrem Leben sind sowohl Barbie als auch Bonnie auf der sozialen Leiter nach oben geklettert. Vielleicht war das nicht das, was sie im Sinn hatten, aber sie genießen die Fahrt auf jeden Fall. Obwohl Barbie und Bonnie ein komfortables Leben führen, haben sie auch ihre eigenen Kämpfe bzw. existenziellen Probleme. Zum Beispiel haben beide immer noch Gefühle füreinander, aber sie erlauben sich nicht, weiterzugehen, weil das ihr derzeitiges Leben durcheinander bringen würde. Schließlich sind Träume nur Träume. Gibt es also einen Sinn in Café Society? Es gibt keine moralische Lektion in Café Society. Es gibt jedoch etwas, das der Film sehr stark betont, das unerbittliche Vergehen der Zeit. Man kann in die Vergangenheit zurückblicken und in Erinnerungen schwelgen, aber das Leben selbst geht weiter und folgt seinem eigenen Lauf. Was auch immer Barbie und Bonnie zusammen hatten, es gehört der Vergangenheit an. Sich von ihren jetzigen Ehepartnern zu trennen, um zusammen zu sein, macht keinen Sinn, denn sie sind nicht gerade unglücklich. Beide wundern sich nur über das Szenario, das sie gewählt haben, um zusammen zu sein, daher der distanzierte und bittersüße Blick in ihren Augen. Café Society gehört nicht zu den bemerkenswertesten Werken von Woody Allen, aber es ist dennoch ein sehr angenehmes Werk. Der Film selbst enthält keine moralischen Lektionen, aber er vermittelt den Eindruck, dass Menschen immer das wollen, was sie nicht haben können. Zum Beispiel war Bonnie in Phil verliebt, als dieser noch verheiratet war. Dann lief Phil zu Bonnie zurück, als er erfuhr, dass sein Neffe ihr einen Antrag machen wollte. Übrigens war es Phil, der zuerst mit Bonnie Schluss gemacht hat. Der gleiche Zyklus wiederholt sich, wenn Bonnie und Barbie sich wiedersehen, obwohl sie mit anderen Menschen verheiratet sind. Wie man sieht, sind die Figuren in Café Society alles andere als perfekt, aber gerade das macht sie so interessant zu beobachten. Abgesehen davon wird das Publikum Bonnie und Barbie nach seinen eigenen persönlichen Vorurteilen beurteilen. Ich selbst hielt Bonnie zum Beispiel für eine heuchlerische Lügnerin. Als Barbie Bonnie kennenlernte, dachte er, dass sie nicht wie die anderen Hollywood-Mädchen in Los Angeles ist. Aber Bonnie ist dieses Mädchen, sie hatte nur nicht genug Geld, um einen solchen Lebensstil zu führen. Um ihre persönlichen Frustrationen zu verbergen, machte sich Bonnie über die Reichen lustig, die in den schönen Häusern in Beverly Hills wohnten. Und raten Sie mal? Dank ihres Mannes Phil ist sie jetzt eine von ihnen. Geld ändert die Menschen nicht, es enthüllt ihr wahres Gesicht. Aber lassen Sie mich nicht von Barbie anfangen. Ich glaube, er ist überheblich und anspruchsvoll. Barbie ist stolz darauf, ein New Yorker zu sein, und doch ist er nach Los Angeles gezogen, um sich selbst zu finden oder einen Neuanfang zu machen, was immer das auch heißen mag. Er ging dorthin, ohne einen Plan oder einen Job zu haben. Eigentlich war Bobbys Plan, sich auf seinen reichen Onkel Phil zu verlassen, damit er ihm einen Job gibt. Das allein schreit schon nach Privilegien. Gab es eine Figur, die mir in Café Society wirklich leid tat? Ja, Veronica, die Vorzeigefrau. Oberflächlich betrachtet scheint Veronica das ganze Paket zu sein, sie ist körperlich umwerfend und ihre Persönlichkeit ist auch charmant genug, um jeden zu bekommen, den sie will. Ihre Heirat mit Barbie war jedoch mehr eine spontane Entscheidung als alles andere. Außerdem ärgert mich die Art und Weise, wie Barbie mit Veronica umgeht. Meiner Meinung nach versucht Barbie nur, Bonnie durch Veronica zu ersetzen. Die schnelle Einigung mit Veronica war im Grunde Barbies Art, Bonnie den Mittelfinger zu zeigen, weil sie ihn verlassen hat. Obwohl die Trennung zwischen Bonnie und Barbie einvernehmlich war, hat sie bei Barbie einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Jetzt eine kurze Frage, würde Bonnie an ihre Vergangenheit mit Barbie zurückdenken, wenn er jetzt nicht so ein hohes Tier wäre? Das gibt einem wirklich zu denken, nicht wahr? Warum hat sich Bonnie für Phil und nicht für Barbie entschieden? Vergessen wir nicht, dass Phil derjenige war, der mit Bonnie Schluss gemacht hat, bevor er sie angefleht hat, zurückzukommen. Logischerweise war Phil aufgrund seines Status ein besserer Kandidat als Barbie. Sehen wir es mal so, Phil Stern ist ein bekannter Talentmanager in Hollywood, was bedeutet, dass er Geld und Verbindungen hat, die ihm noch mehr Geld einbringen können.
Mit anderen Worten, Phil ist der Typ Mann, der Bonnie ein sehr komfortables Leben bieten kann, wenn sie sich entscheidet, ihn zu heiraten. Schauen wir uns nun Barbie zu dieser Zeit an. Als Barbie in Los Angeles lebte, bekam er dank der guten Beziehungen seines Onkels langsam mehr Arbeitsmöglichkeiten. Allerdings hatte er nicht annähernd den Status seines Onkels. Cafe Society ist vielleicht nicht so fesselnd wie Midnight in Paris oder so provokant wie Matchpoint, aber er hat seinen eigenen Charme. Kristen Stewart und Jesse Eisenberg liefern warme Darbietungen als Bonnie und Barbie. Die Optik ist wie immer hervorragend, was ich bei einem Woody Allen-Film auch erwartet habe. Der Film hat eine sehr verträumte Atmosphäre, die das Gefühl von Nostalgie hervorruft und das unerbittliche Vergehen der Zeit unterstreicht. Insgesamt ist Cafe Society ein sehr unterhaltsamer Film.